Was geht ab, Raffaelos Rays? Back, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallöchen, Puppelchen. Ja. Ja, Freunde, ich starte dieses Video direkt mal mit einer Frage, beziehungsweise einer Bitte nach einem Ratschlag. Und das meine ich vollkommen ernst. Was zum Teufel macht ihr gegen Langeweile in der Corona-Krise? Ne, jetzt mal ernsthaft. Langsam gehen mir die Ideen aus. Ich habe schon in der Badewanne Gummienten geangelt, habe aus Langeweile sogar schon einen Lebenslauf geschrieben, wobei ich gemerkt habe, dass die einzige Fähigkeit Gummienten angeln ist, die ich habe. Also diese YouTube-Karriere hier sollte im besten Fall noch bis zu meiner Rente laufen, weil ich glaube, kein Unternehmen will mich anstellen. Und dann habe ich schon die kompletten Wände im Haus mit Höhlenmalereien voll gekritzelt. Und das muss ich sogar noch meiner Mutter erklären, ja. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass ich viel zu viel Zeit auf Instagram verbringe. Und nein, da meine ich noch nicht mal die ganzen alten Urlaubsfotos, die mich zum Heulen bringen, sondern eher das, was zwischen den Fotos kommt. Und zwar hat das System hinter Instagram, der kleine gewiefte Schlaufuchs, kapiert, dass ich ein absolutes Konsumopfer bin. Und ich werde echt bombardiert von Werbungen und vor allem Spielewerbungen, ja. Und Leute, ihr kennt mich, wenn ich irgendwas mit Spielen sehe, da zuckt mein Finger wie eine räudige Anaconda direkt auf den Kaufen-Button. Und ja, jetzt habe ich gefühlt seit gestern 20 neue Spiele-Apps auf meinem Handy gekauft. Und ich dachte, irgendwas muss ich ja daraus machen. Deswegen drehe ich einfach nochmal ein Video, wo ich die lustigsten Spiele-Apps oder allgemein die lustigsten Apps, die ich gefunden habe, auf Instagram in diesem Fall, mit euch zusammen ausprobiere. Also Leute, lasst mir allein da schon bitte mal einen Daumen nach oben da, damit ich diese gefühlt 500.000 Kröten nicht umsonst ausgegeben habe. Aber zum Glück kommen diese Videos ja bei euch immer mega gut an. Ich habe ja schon ein paar Mal so Spiele-Apps getestet und es war wirklich immer extrem lustig. Nicht nur zum Anschauen, sondern auch für mich. Deswegen, wenn ihr die anderen Videos noch nicht kennt, dann zwitschert die euch unbedingt nach diesem Video rein. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, habe ich noch eine klitzekleine Hausaufgabe für euch. Und zwar habe ich hier in der Infobeschreibung der erste Link mein Instagram-Profil verlinkt. Und da dürft ihr sehr gerne draufklicken und mir auch gerne folgen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich heiße Raphael Neugert zusammengeschrieben. Und bitte schreibt mir jetzt einfach direkt eine DM mit dem Text: Raphael, bekomm deine Konsumsucht in den Griff, ja? Damit würdet ihr mir auf jeden Fall schon mal riesig helfen. Und dann schreiben wir vielleicht auch miteinander. Deswegen pausiert das Video jetzt, folgt mir da gerne. Und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter mit dem ersten Spiel. In dem ersten Spiel geht es darum, dass man Pakete austeilen muss. Das klingt erstmal total harmlos, aber erstens, ich spiele das Ganze. Das heißt, das kann nur schief gehen. Und zweitens sieht man da hinten noch ein Fass stehen, wo Danga draufsteht. Das heißt, das ganze Ding hat den tiefen Gefahrenpotenzial. Das Game heißt übrigens: Gute Wille, die gewisse Wand, der Game, nie wieder die dritte Rotatoria. Übersetzt heißt das, glaube ich, so viel wie Postbote. Ruppe die Dumps und es geht so los. Das ist auf jeden Fall hier unser Superheld, der die Pakete austragen muss. Hier links ist ein Feld, ich glaube, da, genau, da können wir gehen. Junge, wie läuft der, Mann? Und rechts haben wir auch noch ein paar Felder. Was ist das denn, wenn ich hier drauf klicke? Und da. Bruh. Ja, das finde ich nicht gut, also, ich finde das nicht gut, aber finde ich nicht gut. Der geht dann direkt den Boden wischen, Mann. Boom. Wieso rammelt der die ganze Zeit den Zaun? Haben wir jetzt schon Paarungszeit oder was? Keine Ahnung, für was diese Funktion gut sein soll, aber alles klar, okay, der Boden ist, denke ich, jetzt sauber. Das muss auch so sein. Was haben wir noch? Also, wir können hier rumlaufen. Wenn ich auf die Hände drücke, okay, da kann ich greifen. Und was ist das hier? Da kann ich die Arme in die Höhe strecken. Ich bin der glücklichste Postbote der Welt. Ja, gut. Mein lieber Herr Gestanksverein, alles Gute zum Geburtstag. Okay, genug ausgeruht. Ich würde sagen, auferstanden von den Gefurzten. Wir haben ja hier eine Mission zu erfüllen. Wir müssen irgendwelche Pakete ausliefern. Ich lasse mich immer viel zu schnell ablenken, ey. Oh, das ist ein Heißluftballon. Boah, krass. Oh, wie geil! Ey, ich bin ein Heißluftballon! Oh, scheiße, ich bin schon wieder tot. Was ist los, Bruder? Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Hey, Neuling, mach dich an die Arbeit und betätige den Hebel an dieser Maschine. Alrighty, right. Let the show begin. Na, klasse, ich und Technik, das kann ja was werden. Hallo, mach doch den Hebel. Du sollst keine Morgengymnastik machen. Weil wir so schön sind, so schlank sind und rank und bang. A shower to the left. A shower to the right. Super, ja! 1, 2, 7, 8. Oh, fuck! Zack, zack! Und jetzt? Oh, ich hab Paket ausgekackt. Scheiß auf die Pakete, ich will ein Lakritzbonbon. Spuck hier mal ein paar Süßigkeiten aus. Junge, ich raste aus, Mann! Faxe System, ich geh spielen. Nein! Oh, ich raste aus, Alter! Los hier, Holde! Ich glaube, es hilft alles nichts. Wir müssen uns unserer Verantwortung stellen. So, zack. Nein! Betätige noch diesen verdammten
verdammten Hebel, Alter! Junge, ich kugel mir gleich den Arm aus! Das kann doch nicht so schwer sein! Du sollst hier kein Wackelpudding-Yoga machen! Du sollst einfach nur diesen scheiß Hebel betätigen! Ich hab das Paket. Okay, wo soll ich jetzt hin damit? Wer hat was bestellt hier? Wo soll ich den Krampf hier abliefern? Hier ist ja keine Sau. Ah, hier ist ein Pokal. Ah. Okay. Was hab ich jetzt gemacht? Was ist das denn? Ein Feuerlöscher? Das weiß ich doch nicht. Junge, was geht an? Ich hab hier nichts unter Kontrolle. Can touch the sky. Bin ich gerade explodiert? Was ist denn der Sinn hinter einem Feuerlöscher? Normalerweise löscht man damit Feuer und verursacht keine Feuerexplosionen. Was ist denn das für eine Logik? Junge, ich hatte meinen ersten Erfolg und schon bin ich abgehoben, Mann. Schau mal, was wir hier noch machen können. Hast du genug Moneten für eine Umlackierung? Ich gebe dir gleich die Moneten. Hat die Oma mich gerade K.O. geboxt? Schon wieder? Leck mich im Arsch. Oh nein, Leute, hier ist doch mal ein Hebel. Das kann doch nichts Gutes sein. Aber ihr kennt mich, Leute. Alles, was nicht gut ist, muss ich ausprobieren. Zack, wirft das drauf, das Ding. Jo, ich kann Auto fahren. It was at this moment that he knew he fucked up. Nein, ich hab mein Paket verloren. Notfall, Notfall. Ich hoffe, ich bin gut versichert. Wo fährt das Ding hin? Hallo, wo bin ich? Oh, du Scheiße. Nur ein kleiner Kratzer. Einmal rüber lackieren und dann geht das schon. Ich hab einen neuen Wagen. Ja! Nein! Geil, da gibt's was zu söffeln. Huhu, Party! Freibier für alle, der letzte zahlt. Ich muss die Lieferung anscheinend zu dem Weinlokal geben. Jetzt müsst ihr mir helfen, wo zum Teufel ist das Weinlokal? Genau so laufe ich übrigens auch immer, wenn ich eine Flasche Bier in Duss habe. Wie so ein fetter Flamingo. Muss ich das jetzt hier einfach reinschmeißen und... Ja, wie? Boah, ich raste aus! Gib meine Cola wieder! Bruh. Wieso boxen die mich alle um? Ich sag raus, aber schnell! Wow! Holy moly! Heiliges Abflussrohr! Hat mich irgend so eine Ratte aus der Kanalisation weggesprengt! Wieso mobben die hier alle den Postboten, Mann? Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Es war ein Fehler, dass die da eine Hupe eingebaut haben. Nein, wieso nicht rückwärts fahren? Vorwärts zu Intelligenzbolzen! Nein! Bitte helfen Sie mir. Oh, da ist ein Bus. Komm, Leute, lass den Bus erobern. Oh, shit, du sollst vorwärts fahren. Was machst du? Na super, also das ging ja mal früh nach hinten los. Ich will lieber den Gabelstapler hier fahren. Der ist viel cooler. Hui! Was ist das, ein Flugzeug? Wenn du mich fragst, dann sag ich nee. Und soweit ich das so sehe, wäre das keine gute Idee. Boah, lass mein Flugzeug fliegen. Okay, ich hätte einfach auch durch die Schranke gehen können. What the fuck? Keine gute Idee. Gut, na das ging ja gerade noch glimpfig aus, gell? Nein! Ich will nicht fliegen! Wir fliegen jetzt zum Ich hab gesagt, wir fliegen! Diggi, was machst du denn? Ich will da rein. Also ich glaube, langsam stecken wir nicht bis zum Hals in der Scheiße, sondern bis zum Hals im Flugzeug, Mann. Jetzt hänge ich da echt im Flügel fest. Ihr muss da wieder raus. Wegen dir muss ich safe noch Krankengymnastik machen. Jetzt geht's ab zum Heißluftballon. Juhu! Ja, ich fliege! Nein, nein, nein! Du sollst zum Heißluftballon! Was machst du? Flieg, flieg, flieg! Als ob ich da nicht reinkomme! Nein, ich häng fest, Mann! Als ob das Flugzeug jetzt hängen geblieben ist! Da haben wir schon mal was gemeinsam! Man muss doch hier noch irgendwas Cooles machen können! Wow! Fragen wir mal... Okay, wo wollen wir hin? Jetzt will ich einmal meinen Job machen und die Scheiße funktioniert nicht, oder was? Digga, da krieg ich so einen Hals, Mann. Fuck it. Hey, nimm mich mit. Kostenlose Zugfahrt. Ey, ey, ich will mit. Hallo. Als ob ich dafür eine fucking Vollversion brauche. Das ist sehr schade. Zeit für ein bisschen Erholung. Wir chillen uns jetzt mal hier zum Strand. Oha, ich kann den Fisch klauen. Hier, ab in die Freiheit mit dir. Okay, tschüss. Die nächste App ist ein ASMR-Spiel und mit ASMR konnte ich ja schon ein paar Erfahrungen sammeln. Bruh. Hab da keinen Bock drauf im Moment. Ich hör nix. Ah, was trinkst du denn da? Hey, du sollst nicht so schlürfen, hab ich dir immer beigebracht. Das schmeckt aber lecker. Da
Hast du da eine Kettensäge angemacht? Nein, meine Kettensäge ist weggelaufen. So wirklich erholsam war das bis jetzt ja noch nie. Aber diese App soll anscheinend wirklich zum Einschlafen helfen, dass man irgendwie entspannen kann. Also das war zumindest im Entspannungsbereich im App Store drin. So sieht das Ganze aus. Man hat hier ein Messer, das kann man schneiden. Nein, doch. Und da hat man zum Beispiel so einen Regenbogenkack kaufen. Ja, und wenn man das jetzt hier so durchschneidet, soll das anscheinend helfen, müde zu werden, beziehungsweise zum Einschlafen helfen. Ich glaube es da eher weniger, aber wir probieren es einfach mal ab. Von uns allen einen schönen Abend noch, auf morgen, bis Wiedersehen. Ihr habt versagt, jetzt macht euch vom Acker.